Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Nach einer langen Nacht. Schaut gerne den Vlog ab. Checkt gerne den Vlog ab von gestern. Und natürlich schaut gerne freitags im Stream vorbei. War lustig, viele waren am Start. Wir haben alles von Vorbus getestet und die waren überraschenderweise gut. Auf jeden Fall bin ich K.O. Direkt hierher gefahren. Spezialwirtschaft. Um das Sandwich der Woche noch zu ergattern. Irgendwas mit gegrillten Pfirsichen. Ich habe schon gesehen von ein paar Stories, weil ein paar Zuschauer waren auch hier, weil Influencer, ich habe sie geinfluenced, hier vorbeizuschauen bei Spitzewirtschaft. Und die haben schon gesagt, ja, also das Sandwich hier hat eine Menge Frischkäse und ich bin ja nicht so der Fan von Frischkäse, aber. Nee. Ich dachte, der kann was. Aber nee. Der Pfirsich überzeugt nicht. Ich bin nicht so der Fan von Rucola. Und Frischkäse sowieso nicht. Oh. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Yo, das war echt nicht geil, Mann. Das war echt alles. Das war der Anti-Hong-Sandwich. Das Anti-Hong-Sandwich. Frischkäse, Rucola und Pfirsich anstatt Fleisch. Mein Gott, Leute, die Bilder für die Webseite nach gefühlt, ich kann es nicht mehr mal einschätzen, wie lange ich gewartet habe. Erst habe ich Ewigkeiten auf die Fotografen gewartet, dann habe ich Ewigkeiten auf den Typen gewartet, dass er oben diese paar Icons einfügt, was halt echt 5 Minuten Arbeit ist. Wer den Vlog von vorgestern gesehen hat, der hat ja gesehen, dass ich dann nochmal eine strenge E-Mail, die nicht mal so streng war, also ich habe nicht mal annähernd das gesagt, was ich sagen wollte, geschickt habe und jetzt endlich, wieso nicht gleich so, Leute, wieso nicht gleich so? Wurde das beendet, der Auftrag, und das erledigt. Echt leiden, Leute, richtig leiden, Mann. Was nicht leiden ist, was super saftig ist, zeige ich euch gleich. TSM hat eine Kooperation mit FTX. Die heißen jetzt TSM FTX. Einer der größten Deals ever. 210 Millionen haben die, glaube ich, bekommen, dass die jetzt Partner sind und den Namen sogar geändert haben. Was halt ein kranker Deal ist, weil FTX hatte, glaube ich, auch ein Stadion gekauft, den Namen von dem Stadion. Und das hatte nur 100 irgendwas Millionen gekostet. Und die haben jetzt mehr gezahlt für ein Jahr, 10-Jahres-Deal war das mit TSM. TSM, einer meiner Lieblings, eigentlich mein Top-E-Sports-Team, was ich verfolge, supporte, TSM Leffen, das LoL-Team, Björksen, wirklich alle. Und Reginald, Andy, ich kann echt sagen, einer meiner Vorbilder. Also ich bewundere nicht viele Leute, aber ihn und was er aus TSM gemacht hat, was er erschaffen hat, Respekt. Krank. Schaut euch dieses Genie an, Leute. Reginald, Mann. Zu krass. Wir schauen natürlich nicht das ganze Video. Aber schaut es euch an. Richtig geil gemacht. 210 Millionen Dollar. 10-Jahres-Deal mit FTX. Er nimmt den Crypto-Hype gerade mit. Ist allen anderen Organisationen, E-Sports-Organisationen immer einen Schritt voraus. Also TSM und Reginald, echt zu krass. TSM FTX. Hey guys, we just signed the largest deal in all of esports history, and today I'm here to tell you guys what it is. We're changing our name to TSM FTX. I want to thank you guys for being a part of our journey every step of the way for the last 11 years. So, what is TSM that? TSM Leffen, oh my god! This is one of the fastest growing crypto exchanges in the world, and I'm really excited about this partnership because I think crypto is the future. What's also really special about our partnership is that the FTX team plays games and they all follow esports. So it's a natural fit. Being in this unique position, it's really cool that we get to tie esports, gaming, and crypto together. And what that means for... Das ist krass, Mann. Das ist krass. Esports und Krypto. FTX, okay, ich persönlich benutze FTX nicht, aber trotzdem geil. Ja. Und? Mir ist aufgefallen, check gerne das Video von gestern ab. Wir haben alle Vorbros Sachen getestet. Außer den hier. Den haben wir übersehen. Den haben wir übersehen. Den gönne ich mir jetzt schnell. Prost. Fruchtig. Oh, kalt schmeckt er bestimmt geil.
Mit einer Shisha, oh. Also nicht mein Liebling, weil fruchtig sauer, darauf stehe ich nicht so sehr, wie bei den Bubble Teas halt, fruchtig sauer. Ja, der ist gut. Der kann was. Aber schlechter als die Bratis, also den würde ich nicht besser einschätzen als die Bratis. Die anderen zwei, Schokoloko und Honey Melon, die schon, die sind mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als Brate. Aber der ist schlechter als die Brate. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous for Elon Musk. For the past several years, you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration. Es kursiert heute im Internet. Habe ich gesehen, dass ein paar das getweetet haben. Falls euch das interessiert, habe es noch nicht ganz genau angeschaut. Und was ich euch empfehlen kann, das hat jetzt aber nichts mit Elon Musk zu tun oder Anonymous. Moment. Ist von Dr. Julian Hosp. Hat er vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Das könnte einige interessieren, und zwar das hier. Unglaublich, 2.500 € pro Monat mit nur 0,5 Bitcoin Cashflow mit Cake DeFi. Und im Grunde genommen ist es eigentlich genau dasselbe Video, was ich gemacht habe. Thema heute. Nur natürlich besser, weil er es macht. Und genauer, ausführlicher, dies, das. Aber es ist vom Aufbau her so ähnlich wie mein Video, was ich... Ist es auch schon Januar gewesen, wo ich das gemacht habe? Auf jeden Fall schon mehrere Monate her, wo ich erklärt habe, wie wir alles machen. Und hier seht ihr es dann auch bei unten bei den Dingern. Einführung, da erklärt er... Da erklärt er zum Beispiel, wie diese Prozente machbar sind, weil viele finden halt diese Prozente, diese 90-100% Rendite halt suspekt, und da erklärt das halt, was das genau ist und wie das entstehen kann. Und dann erklärt er Lending, das habe ich auch gemacht, dann erklärt er Staking und dann erklärt er Liquidity Mining. Also vom Grundprinzip her eigentlich genau wie mein Video, nur frischer, aktueller und halt von der Quelle höchstpersönlich. Dementsprechend kann ich das natürlich empfehlen für alle, die sich da nochmal reinfuchsen wollen und sich mehr informieren wollen und vielleicht jetzt den Schritt wagen wollen und dann natürlich meine Links verwenden. Benutzt meine Links, und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, werde ich auch verlinken, weil das Video ist top. So, nochmal, nächster Morgen. Ihr wart gerade nicht an. Ich habe noch gar keinen Abschluss gedreht, ist mir eingefallen. Ja, was soll ich sagen? Jinxby hat im letzten Video zum Beispiel kommentiert, weil das Thema gestern war ja Bitcoin. Schaut euch gerne das Video an. Krypto von Dr. Julian Hosp. Wie gesagt, das ist eigentlich genau dasselbe Video, was ich damals gemacht hatte, nur aktueller und natürlich direkt von der Quelle und dementsprechend tausendmal besser. Er hat mal gesagt, Jinxby hat im Kommentar geschrieben hier: Jo, Hong, mach mal wieder ein Update. Was ihr so macht, dies, das. Habe ich auf jeden Fall demnächst mal wieder vor, ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich ein Portfolio-Update gemacht habe, aber an sich ändert sich halt nicht viel. Wir haben halt unsere festen Sachen, Bitcoin, DeFi und auch ein bisschen Crypto.com für die Kreditkarte, und das war's halt auch. Wir haben die laufen im LM, im Staking, und das vermehrt sich, aber mehr auch nicht. Deswegen, wir sind keine Trader, wir haben keine XYZ Sachen, die wir updaten können, von denen wir euch berichten können. Ich habe keinen Gamble Fund, in dem ich jeden Shitcoin da jage und jedes Prozent und hoch und runter da versuche auszuquetschen. Deswegen kann ich euch da keine Updates geben. Bei uns ist halt langweilig. Wir haben unser festes Investment gefunden, glauben daran, haben da so gut wie alles drin, und wenn ich was brauche, dann lasse ich mir das auszahlen, und das war's einfach. Deswegen gibt es da nicht so viele Updates, aber je nachdem, was in der Zukunft passiert, wie mehr Kapital wir haben, desto mehr kann man da dann noch abzweigen und ein bisschen hier. Aber gerade gibt es halt nichts. Wir sind da in unseren Cake, DeFi Chain, Bitcoin, Crypto.com, und das war's auch. Übrigens, El Salvador, glaube ich, war das, hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Also es gibt auch gute, positive Neuigkeiten, unabhängig von Elon Musk. Also das war's von mir, Leute. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, euch das Thema interessiert, schaut gerne mein Video an und vor allem das neue von Dr. Julian Hosp bezüglich, wie man passives Einkommen generieren kann mit seinen Kryptowährungen.
Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Da könnt ihr auch immer gerne Fragen stellen. Oder halt Instagram DMs halt. Und ja, das war's von mir. Investiert in Bitcoin, generiert Cashflow. Schaut euch DeFi an. Serious Business und ciao.